Die Stadt Althofen in Kärnten auf dem Weg zur Normalisierung. Die Pandemie-Maßnahmen werden Schritt für Schritt gelockert und schon kommt Leben in die Stadt. Dabei tut sich musikalisch einiges. Auch Gesundheitsstadtrat Klaus Trampitsch war gekommen, um mitzufeiern. Althofen öffnet sich. Wir haben ein Kulturmodul. Kultur findet statt, Kultur findet Mensch. Das heißt, wir gehen in die Stadt und wir gehen zu den Menschen, um einfach ein bisschen ein Lebensgefühl reinzubringen, was der Seele gut tut, und um die Innenstadt zu bespielen und die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Wir wollen mit Kultur unsere Innenstadt beleben. Wir wollen dieses prickelnde Lebensgefühl in Althofen durch Kulturtreibende vermitteln, die jeden Samstag von in der Früh bis am Abend tätig sind für die Bevölkerung. Auffallend an diesem Wochenende war auch der Infostand vom Lions Club Althofen-Hämmerland. Ja, wir von den Lions, und wir sind heute 10 Leute, wollen Jungfamilien unterstützen. Und zwar kaufen wir beim DM Windel, Essen etc. kann man einkaufen. Man kann auch Geld spenden oder Gutscheine, um so die Leute, die Jungfamilien, die Alleinerzieher, die im Bezirk sind, dementsprechend mit derartigen Produkten zu unterstützen. Im sportlichen Bereich war auch einiges los. Der 9. Althofener Panoramalauf wurde von den Kinderfreunden Treibach-Althofen bei perfekter Wetterlage durchgeführt. Ja, das ist ein absoluter Fixpunkt in Althofen, und ich möchte mich an der Stelle auch gleich bei der Stadtgemeinde Althofen und beim jetzigen neuen Bürgermeister Walter Zemroser bedanken, dass uns die Gemeinde da wirklich zu 120% unterstützt. Unter den 280 Teilnehmern war auch Philipp Strutz und sein genialer Fitnesscoach Michael Baumgartner. Ja, das Wichtigste ist einmal ein paar Kniebeugen, also 30 Kniebeugen, 3 Wiederholungen, also Sätze, und natürlich ein paar Klimmzüge und ein paar Dehnungsübungen sind für Philipp ganz besonders wichtig, weil er ist ja Student. Also Vorbereitung war leider nicht so hoch bei mir, aber ich bin top motiviert und ich freue mich, dass so eine tolle Veranstaltung heute ist. Gewinner beim 9. Althofener Panoramalauf wurde Dominik Hirzi, Startnummer 96 aus Bad Hofgastein, vor Christian Müller, LC Altis Krapfeld. Bei den Damen gewann Monika Lotaritsch-Klanek vor Claudia Leitner, LC Altis Krapfeld. In der Kategorie Walken war Klaus Havanik und Barbara Leitgeb, beide Asköfilach 1 vorne. Ob Laufsport, Musik in der Innenstadt oder eine Benefizaktion für Jungfamilien. Damit ist eines klar, die Stadt Althofen lebt.